unterstützt durch den Westen. Wie bewegt man Präsident Putin, dem Schrecken ein Ende zu setzen? Sind mehr Waffen die richtige Antwort? Oder gibt es die Möglichkeit von Verhandlungen? Und wie sollte die Bundesregierung agieren? Darüber wird in Deutschland inzwischen teils sehr heftig diskutiert. Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Wie schafft man Frieden? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Natalia Prionitska. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Allianz ukrainischer Organisationen. Herzlich willkommen, Professor Peter Brandt, Historiker. Er hat an der Fernuniversität in Hagen gelehrt. Er ist Sozialdemokrat. Sein Vater war Willy Brandt. Und Peter Brandt hat die von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte Petition Manifest für den Frieden unterzeichnet. Ganz herzlich willkommen, Professor Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Und herzlich willkommen, Professor Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler. Sein Schwerpunkt ist die Demokratisierung. Er war am Wissenschaftszentrum Berlin und an der Humboldt-Universität tätig. Und im April hat er den offenen Brief an Kanzler Scholz unterzeichnet. Der hat sich gegen die Lieferung weiterer schwerer Waffen ausgesprochen, der Brief mit all seinen Unterzeichnern. Frau Prionitska, ein Jahr dieser schreckliche Krieg. Was hat sich für Sie getan, geändert? Wie ist dieses Jahr für Sie gewesen? Ich muss Sie gleich korrigieren. Nicht ein Jahr für mich, sondern 9 Jahre russischen Krieg gegen die Ukraine mit Annexion der Krim und dem Krieg in Donbass war der Beginn des Krieges gesetzt. Und mit 24. Februar 2022 wurde der Krieg ausgedehnt auf das ganze Land, auf die ganze Ukraine. Was hat sich verändert? Ich glaube, wir haben alle eine Zäsur erlebt, die keiner so geahnt hätte, in dem Ausmaß. Wir haben eine unglaubliche Solidarität der Menschen in Deutschland erlebt, auf der ganzen Welt, in Europa, gegenüber den Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten aufgrund des Krieges. Und wir haben viele Umdenkprozesse angestoßen, die jetzt auch weiter fortgeführt werden. Mhm. Okay, wir schauen natürlich noch mal genau darauf, was sich jetzt noch dann ändern muss, natürlich ausführlich. Herr Brandt, was ist für Sie die größte Lehre, die Sie ziehen nach dem einen Jahr dieses Angriffskriegs, auch wenn Frau Prionitska jetzt zu Recht sagt, eigentlich hat dieser Krieg ja schon viel früher angefangen? Naja, darüber könnte man jetzt streiten, ob es einfach die Fortsetzung dessen ist, also in den Jahren davor war ja sozusagen die innerukrainische Komponente sehr viel stärker. Aber ich will das jetzt gar nicht bestreiten. Ich habe bis zum Schluss es für sehr unwahrscheinlich gehalten, dass dieser Angriff, nicht für unmöglich, aber für sehr unwahrscheinlich gehalten und war davon ausgegangen, da wird eine Drohkulisse aufgebaut. Und die wichtigste Lehre scheint mir zu sein, dass wir in der internationalen Ordnung, in der Staatenordnung, in der wir leben, wir nicht davor gefeit sind, dass solche Dinge geschehen. Das heißt, unser Hauptinteresse müsste in die Richtung gehen, nicht nur den Krieg zu beenden, sondern auch eine stabile Sicherheitsordnung in der nördlichen Hemisphäre zu errichten. Von die wir dachten, dass wir sie hätten. Ja, also da konnte man schon viele Fragezeichen setzen, nicht erst unmittelbar vor dem Krieg. Aber es hat sozusagen mit dem historischen Umbruch 1989/91 hat es ja Ansätze gegeben, die dann nicht weiter verfolgt worden sind. Herr Neitzel, was würden Sie sagen, wenn Sie jetzt zurückschauen am 24. Februar vor einem Jahr, die Angriffe Russlands auch auf Kiew? Was war das für Sie? Wie schauen Sie zurück auf diesen Angriff? Also für mich war es eigentlich wie
für Herrn Brandt, dass ich es auch für unwahrscheinlich gehalten habe. Ich erinnere mich an ein Heute-Journal-Interview, vielleicht, weiß ich nicht, 10 Tage vor Ausbruch des Krieges, dem ich auch sagte, naja, die Diplomatie hat immer eine Chance und wir alle wissen nicht, wie diese Verhandlungen, diese Reisediplomatie jetzt wirklich ausgeht. Naja, einige Geheimdienstkreise wussten mehr, aber ich lese leider nicht die Berichte der CIA und war da auf meine allgemeine Sichtweise angewiesen und ich habe es auch eigentlich für unwahrscheinlich, ich habe es auch als Druckkulisse, aber auch, weil ich zu wenig wusste. Mhm. Aber es ist, also für mich ist der entscheidende Punkt, dass wir eigentlich seit 30 Jahren lang den Krieg aus dem Referenzrahmen von Politik und Gesellschaft rausdekliniert haben. Da war aber nie draußen, wenn wir an die Jugoslawienkriege, Tschetschenien und so weiter. Mhm. Wir haben aber meines Erachtens uns einer unglaublichen Illusion hingegeben, dass wir natürlich das nicht wollen. Aber das, was machen wir eigentlich, wenn andere zu diesem Mittel greifen? Und da haben wir uns oft einen schlanken, nicht immer, kann man näher darüber reden, Kosovo, Afghanistan, haben wir uns oft einen schlanken Fuß gemacht. Und das ist uns am 24. Februar massiv auf die Füße gefallen. Denn der Punkt war ja eigentlich nicht, der Fehler war nicht, dass man Russland die Hand ausgestreckt hat, dass man versucht hat, mit allerlei Versuchen Russland einzubinden letztlich in eine Weltordnung, sondern dass man keine Vorausschau getroffen hat, was passiert eigentlich, wenn das nicht klappt. Mhm. Und da sind wir auf, ja, ich sag mal jetzt ein bisschen salopp, mit runtergelassenen Hosen erwischt worden. Mhm. Herr Merkel, müsste nicht eine Lehre aus diesem Angriff sein, dass wir alle Putin komplett unterschätzt haben? Oder falsch eingeschätzt haben? Ich würde sagen, wir haben ihn falsch eingeschätzt. Aber genauso falsch finde ich, wenn man jetzt irgendwelche Aufsätze von ihm hervorzieht und sagt, ihr hättet es wissen müssen. Hier ist ein Revisionist am Werke, der die Grenzen so verschieben will, dass das neue Russland in etwa der Sowjetunion entspricht. Ich halte das für kompletten Unsinn. Aber was Herr Neitzel sagt, da ist sicherlich ein Punkt da drin. Also, dass wir uns insbesondere in Westeuropa, in Deutschland so und so, weil wir noch diese furchtbare Vergangenheit hatten, in der Zwischenzeit eigentlich ganz gut eingerichtet haben. Wir haben uns eingerichtet und konzentriert, unsere Gesellschaft zu demokratisieren, die Gesellschaft friedlicher zu machen, die Brücken dort zu bauen. Außenpolitik war eigentlich ein sekundäres Portfolio im Regierungskabinett. Und das hat sich tatsächlich jetzt verändert. Die Frage ist aber, in welche Richtung es sich verändern wird. Eine Dominanz einer sozusagen waffengestützten Außenpolitik, die würde ich niemandem wünschen und schon gar nicht. Mhm. Frau Brionatzke, ist das auch, wenn man der Ukraine und auch den baltischen Staaten eben zugehört hätte, hätte man vielleicht Dinge anders einschätzen können? Ist das das Gefühl, das Sie haben, dass man Ihnen nicht zugehört hat mit all den Warnungen, die es gab? Ich glaube, uns bringt es nicht viel weiter, im konstruktiven Sinne jetzt darüber nachzudenken, was hätte passieren können, sondern was wir zukunftsgerichtet machen können. Und ich habe unseren Herren Professoren auch zugehört und hätte mir auch jetzt gedacht, warum hat man eigentlich das nicht geglaubt, dass, oder eher geringer eingeschätzt, dass Putin angreift, wenn man sich tatsächlich diese Geschehnisse der letzten 8 Jahre angeguckt hat, mit der Annexion der Krim, mit dem Anfang des Krieges in Donbass, mit Repressionen in Russland, also Auslöschung, also Repression gegen die russische Opposition, Verbot der deutschen Organisation, die mit der Zivilgesellschaft kooperiert haben im Engen über viele, viele Jahre. Und auch den Bruch der Souveränität Deutschlands mit dem Tiergartenmord zum Beispiel 2019 oder den Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag, die nachweislich da waren. Und dann natürlich mit dem, wo all die Truppen vor der Grenze standen, noch vor der ukrainischen Grenze, noch in April 2021, das waren schon bereits 80.000 Truppen, die da waren. Und darüber wurde so ein bisschen gesprochen, was kann das bedeuten. Und dann diese April 2022, nee, 21, sorry, jetzt bin ich schon verloren in der Zeit. Und dann die natürlich diese Spannungswachstum im Juni und dann im Oktober, wo wir gesehen haben, Januar 2022 mit 200.000 Soldaten,
Warum ich das sage, weil ich letztes Jahr am 14. Februar in die Ukraine geflogen bin, weil es mir so alles schrecklich erschien und meine Familie noch in der Ukraine war und ich wusste, wenn es passiert, dass wir einen Plan haben müssen. Und ich bin überrascht. Genau, das war dann nach dem Angriff, müssten wir dann auch nach Deutschland kommen zusammen. Mhm. Also, die Frage ist so, was lernen wir daraus, wenn wir merken, wir haben bestimmte Sachen nicht richtig eingeschätzt? Das war eben meine Frage auch nach der, wie man Putin einschätzt, ist ja auch eine Frage, wie man jetzt damit umgeht, Herr Neinzelt. Wie? Es ist kein Frieden, keine Verhandlung in Sicht, auch wenn es auf allen Seiten versucht wird. Um es ganz klar einfach nochmal zu fragen, sind die Waffenlieferungen im Moment die richtige Antwort, um diesen Krieg zu beenden? Also aus meiner Sicht ja. Das wird ja auch hier in der Runde unterschiedlich bewertet. Aus meiner Sicht ja. Und die große, die 1-Million-Dollar-Frage ist ja, wie können wir Frieden erreichen? Keiner von uns weiß das. Weil keiner von uns kann in Putins Kopf schauen und kann letztlich bestimmen, unter welchen Bedingungen wäre Putin bereit, den Kampf zu beenden. Da kann man verschiedene historische Beispiele, wann Kriege enden, aber letztlich hängt das von der Logik Putins ab. Und das ist genau auch die Verbindung zu Ihrer Frage vorhin. Wir alle machen meistens den Fehler, dass wir natürlich diesen Krieg aus unserer Brille betrachten, mit unserer Sichtweise, demokratisch geprägt und so weiter. Und wir haben enormes Defizit, es aus russischer Sicht zu sehen. Die wenigsten von uns sprechen Russisch, die wenigsten uns waren in diesem Land, kennen das Land wirklich. Wir haben wenig Kompetenz, bisschen Kompetenz gibt es aber wenig. Und damit machen wir immer einen Denkfehler, weil wir eigentlich aus unserer Sicht argumentieren, also es macht doch aus wirtschaftlichen Sinne und es müsste doch und so und sollte. Und das ist ja auch die Kritik von vielen Freunden von mir, die viel mehr über Russland verstehen als ich, die sagen, ihr versteht eigentlich Russland nicht. Mhm. Wann wart ihr denn mal da? Und ihr macht große Reden über Russland, aber habt das Land nie bereist. Mhm. Und Putin hat eine andere Logik. Und deswegen glaube ich, wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Also in dieser Logik würden Sie sagen, das hilft, wir müssen weiter diese Waffen... Aus meiner Sicht würde ich sagen, deshalb würd ich ohne die Waffenlieferung gibt es die Ukraine nicht mehr. Und dann brauchen wir auch nicht über Frieden reden. Okay, das ist auch das, was Annalena Baerbock bei der Vorversammlung der UNO sagt. Die sagte, wenn Russland das Kämpfen einstellt, dann endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine das Kämpfen einstellt, dann endet die Ukraine. Herr Brandt, Sie haben diesen Brief unterzeichnet von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Den haben sehr viele Menschen, über 500.000 Menschen unterzeichnet, die sagen, wir müssen auf Verhandlungen setzen und nicht weiter Waffen liefern. Warum denken Sie, dass Waffenlieferungen nicht helfen? Das steht da nicht drin. Da steht drin, wir wenden uns gegen die Eskalation der Waffenlieferungen. Das ist was anderes. Mhm. Und ich würde auch nicht für einen Stopp der Waffenlieferungen plädieren. Es geht darum, wo man den Schwerpunkt setzt. Und ob man meint, dass sozusagen man alles das liefern kann, was gewünscht wird. Also dieses Eskalationsrisiko, und das hat nichts mit, dass wir hier vor Angst schlottern. Also mit den Panzerlieferungen sind Sie einverstanden, es sind aber andere, die, also Frau Wagenknecht sieht das schon anders. Das ist ja geschehen. Also das, man, andererseits ist es auch schon gesagt worden, ich glaube, Sie haben es auch gesagt, Herr Neinzelt, das ist zunächst mal eine symbolische Sache. Man müsste wahrscheinlich 1000 Panzer liefern, damit man die militärische Situation der Ukraine wirklich drastisch verbessern könnte. Aber jetzt wird ja geredet über Flugzeuge, über Unterseeboote und über Streubomben jetzt. Also das ist das, weswegen von der Eskalation, ich habe ja den Aufruf nicht geschrieben, ich habe ihn unterschrieben. Jeder der 70, die das gemacht haben, würde es etwas anders formulieren, aber nur mal erklärt, was da drin steht und was da nicht drin steht. Herr Brandt, darf ich Sie fragen, warum Sie diesen Appell nicht an Herrn Putin gerichtet haben? Weil Herr Putin nicht zuhört. Wir können doch nicht zu einem Diktator, das ist lächerlich. Wir leben in diesem Land. Wir sind Bürger dieses Landes. Die Regierung hier ist uns als Repräsentierten verpflichtet, sich zu erklären. Das muss unser Adressat sein. Einem Kriegsverbrecher, einem Diktator einen Brief zu schicken. Darüber sind wir einig. Kriegsverbrecher, der gerade versucht, ein ganzes Land auszulöschen. Vollkommen. Ein Angreifer, der gerade Städte auslöscht, Menschen zu Tausenden umbringt.
Einen Brief zu schreiben ist doch unsinnig. Warum ist es unsinnig? Das wäre doch ein Symbol auch. Das wäre doch ein klarer Punkt, eine Positionierung. Wenn wir tatsächlich darüber reden, dass es um die Deeskalation sich handelt, dann wäre Putin der richtige Adressat. Ja, aber er wäre sozusagen aus einer Gerechtigkeits-, völkerrechtlichen Perspektive natürlich der richtige Adressat. Aber glauben Sie wirklich, dass es etwas bewegen würde, dass Putin für irgendwas empfänglich ist? Weil alle sagen, er ist ja für nichts empfänglich. Er will ja auch ganz klar nicht verhandeln. Also so ein Brief aus Deutschland wäre doch für ihn... Ich glaube, so ein Brief aus Deutschland ist auch viel an die deutsche Politik adressiert, und so ein Brief an Putin würde auch viel in der deutschen Politik verändern. Das wäre auch ein klares Signal, dass in der Bevölkerung ein breites Verständnis, in den intellektuellen Kreisen ein breites Verständnis darüber gibt, wo die Deeskalationsursache sitzt. Aber dass Putin der Aggressor ist, wird ja hier von keiner Seite bestritten. Im Übrigen, ich wollte nur mal sagen, einwerfen, also ich habe im vergangenen Frühjahr beim Ostermarsch in Frankfurt gesprochen, auf Einladung. Und da habe ich den Rückzug der Truppen, der russischen Truppen gefordert. Also es ist nicht so, dass das nicht angesprochen wird, aber das ist eine andere Aktion. Es geht hier um unsere Regierung und um die Frage, wie die sich in der Sache verhalten soll. Es geht auch darum, da muss ich tatsächlich noch mal nachhaken, weil in diesem Brief wird Russland nicht als Angreifer benannt. Das wird nicht klar definiert, dass da nicht zwei gerade Kriegsparteien sind, die sich gegenseitig bekriegen, sondern es gibt einen Angreifer, der das andere Land überfallen hat. Aber ist doch klar, wer der Angreifer ist, Es muss auch klar aus dem Schreiben sein. So klar ist es eindeutig nicht. Es ist ja so, dass wir beide haben uns ja an vielen Stellen geäußert, auch ausführlicher als Personen. Und insofern... Wir sind nicht in der Runde. Ich meine, wir diskutieren das und wir sprechen auch über Deeskalationsmöglichkeiten. Ja. Und ich glaube, diese Adressaten, an denen diese Nachrichten, diese Messages gesandt werden, sind entscheidend, sind sehr, sehr wichtig. Verstehen Sie, dass das sehr, der Brief hat ja sehr viel Kritik hervorgerufen, gerade bei Menschen aus der Ukraine, die hier leben. Verstehen Sie das, dass das ein falscher Zungenschlag ist, dass man zu wenig auf die Ukraine eingegangen ist, zu wenig die Perspektive der ukrainischen Bevölkerung eingenommen hat? Nein. Also ist vollkommen klar, und wir sollten hier nicht eine Strohpuppe aufbauen, dass wir einig sind in der Einschätzung, der Krieg ist alleine von dem Putin-Regime zu verantworten. Putin ist der Aggressor. Völkerrechtlich gibt es nicht einen Deut Zweifel daran. Und daran haben die Unterzeichner oder die Formulierer dieser Briefe überhaupt nie einen Zweifel gelassen. Und ich glaube auch, dass unsere Debatte jetzt an diesen Briefen herum zu hermeneutisieren, ist jetzt jedes Mal Russland tatsächlich genannt. Aber die Debatte geht ja jetzt weiter in Deutschland. Und im Moment gibt es sozusagen auf einmal, die einen sagen, ihr seid Kriegstreiber, die anderen sagen, ihr seid Sofa-Pazifisten. Also Herr Neiße, wie sehen Sie diese Debatte? Ist das auch eine naive Debatte von Menschen, die eigentlich zu wenig Ahnung haben davon, worauf es in dem Krieg ankommt? Also Alice Schwarzer ist jetzt vielleicht nicht die große Expertin für Sicherheitspolitik, aber die... Auch nicht für die Ukraine. Nein, aber der Punkt ist doch, dass wir eigentlich der Gesellschaft zusehen können, wie sie um Argumente ringt. Und diese Erklärungen und Gegenerklärungen und wie auch immer werden auch emotional geführt. Es geht ja auch um was, aber Deutschland ist eben so. Nicht? Also alles andere wäre merkwürdig. Wenn es diese Briefe nicht gäbe, wäre es merkwürdig. Dann, wenn wir auf die Umfragen schauen, dann sind wir ein gespaltenes Land. Und wenn wir den Ost-West-Vergleich sehen, dann sind wir auch ein gespaltenes Land. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Viele halten die USA für den eigentlichen Dämon. Andere sehen dann eher Putin als den eigentlichen Dämon. Wir haben ein unterschiedliches Verhältnis zu Waffen, zu Waffenlieferungen. Es ist ohnehin erstaunlich, muss ich aus meiner Sicht sagen. Ich bin ja zum ersten Mal in meinem Leben eher mit der Mehrheitsmeinung. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Weil den Weg, den die SPD, aber gerade den Grünen zurückgelegt haben. Also ich habe gar nichts gegen solche Briefe. Man kann zustimmen, man kann sie ablehnen. Das ist in der Demokratie so. Man kann auch es scharf ablehnen. Das gehört dazu, wenn man sich öffentlich äußert. Und inwieweit das das Regierungshandeln beeinflusst,
Herrn Scholz und Herrn Schmidt und so weiter ist ja ohnehin, das weiß der Politikwissenschaftler besser als ich, dann fraglich. Mhm. Und ob überhaupt eine Initiative der Bundesrepublik, ob wir überhaupt als Bundesrepublik da entscheidend sind, kann man auch in Frage stellen. Das ist ein Sinn, ja, Dinge, man hat ja den Eindruck, es geht stark um die eigene Befindlichkeit, genau, weil wir ist, alle das... Genau. Man will sich verorten, man will sich positionieren. Genau, aber es lässt doch die Ukraine eigentlich total außer Acht. Das zeigt doch, man hat doch viel zu wenig den Fokus auf die Menschen in der Ukraine. Wenn Sie zum Beispiel mal, ich war jetzt vergangenes Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da, also die gesamte Szene, mit Ausnahme von Herrn Warwick, ist sich komplett einig, die Ukraine zu unterstützen, Waffen zu liefern. Das ist eine Einigkeit, auch der Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigen, die schon erstaunlich ist. So. Und die große Masse, würde ich sagen, der Äußerungen, die man sagen, öffentlich hört, der Journalistinnen und Kollegen, gehen auch in diese Richtung. Also, dass wir zu wenig Empathie mit der Ukraine haben, auch zu wenig Stimmen, es gäbe, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es gibt auch die anderen Stimmen. Fragen wir mal, Frau Prior, empfinden Sie es denn? Aber seit dieser ganzen Diskussion um diesen Brief, das ist ja jetzt einfach nochmal im Moment stärker geworden. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Es gibt viel Unterstützung. Es gibt tatsächlich, da würde ich Ihnen auch zustimmen, es gibt sehr viel Unterstützung in diese Richtung, aber es gibt auch ein tiefes Entsetzen, wenn solche Briefe wie von Alice Schwarzer und Frau Wagenknecht, also solche Manifeste, die eigentlich keine Manifeste des Friedens sind, weil diese Manifeste sichern einfach keinen nachhaltigen Frieden. Die können keinen nachhaltigen Frieden sichern. Und das ruft so ein Entsetzen hervor, wenn sowas kommt, weil das zeigt nochmal und betont jedes Mal, wie wenig man die Ukraine kennt, wie wenig Kenntnisse über das Land gibt. Aber nicht nur über die Ukraine, sondern auch über die Staaten des Baltikums, über die imperialen Anstrebungen Russlands. Wie die Beziehungen zum Beispiel zwischen Russland und Polen sind. Warum haben Sie sich auch hinterfragt, warum zum Beispiel baltische Staaten und Polen so reagieren, wie sie reagieren seit 8 Jahren? Bitten Sie auch darum, um mehr Sicherheitsgarantie auch für die Region. Hören wir da auch genau zu? Das ist so meine Frage und das war Ihre Eingangsfrage, hat sich da dahin getan. Ich glaube, da gab es einen Wandel, aber ich wünschte mir mehr Kenntnisse über die Ukraine und mehr Reflexion. Sie wollen direkt? Vielleicht, ich bitte es mal zuspitzen. Es gibt und an der Waffenfrage noch mal erklären. Es gibt zwei unterschiedliche Positionen. Die eine Position sagt, wir müssen mehr Waffen liefern. Wir müssen die Ukraine instand setzen, diesen Krieg zu gewinnen. Je mehr wir liefern, je bessere und schärfere Waffen, umso schneller wird der Krieg beendet sein. Das ist eine völlig legitime Position. Wir wissen nicht, ob sie eintrifft. Die andere Position denkt ebenfalls nach, wie kann dieser Krieg so beendet werden, dass möglichst wenig Menschen sterben, dass möglichst wenig Städte zerstört werden und das Land. Und die sagt, es gibt im Hintergrund einen Diktator, einen Gewaltherrscher in Moskau. Und er hat ein unendlich größeres Potenzial an Menschen, an Soldaten und ist ruchloser, diese Menschen in den Krieg zu schicken, als es eine demokratische Ukraine kann. Und deshalb wir denken nicht mit. Aber das heißt doch dann, wenn wir sagen, man kann diesen Krieg gegen Russland nicht gewinnen, das ist ja auch das, was auch die Unterzeichnerin da immer ganz klar sagen, dann heißt es doch, dass dann wir eigentlich jetzt schon aufgeben müssen, dann muss die Ukraine aufgeben, dann muss Moldawien ausgehen, dann muss Georgien aufgeben. Doch, das ist doch dann das. Genau so ist das. Wir haben ein militärisches Pakt zurzeit. Wollen wir warten? Aber die große Frage ist natürlich, ob die Militärexperten dazu Putin, also ich würde dem Pakt insofern zustimmen, dass zurzeit nicht zur Erkenntnis, wie die Ukraine ihr gesamtes Territorium mit militärischen Mitteln befreien soll. So. Das auch ist, wenn der Westen weiter Waffen liefert? Gut, das ist immer, das sind viele Ifs, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel, da müssen wir realistisch sein. Und wenn man mit NATO-Leuten spricht, hinter den Kulissen, dann sehen die das eigentlich auch nicht. Und außer Ben Hodges vielleicht, der auch in diese Richtung ging, es gibt eine Möglichkeit, die Krim zu erobern. Ich sehe das nicht. Und ich sehe, da würde ich auch dem Brief widersprechen, ich glaube, die Waffenlieferungen sind nicht so zu sehen,
dass die Ukrainer in der Lage wären, auch wenn es solche Äußerungen in der Ukraine gibt, die Krim zurückzuerobern. Da würde ich einfach sagen, es ist militärisch zurzeit, nach allem, was wir wissen, schlicht nicht möglich. Es geht darum, gibt es die Ukraine noch, gibt es sie nicht, oder ist die Ukraine überhaupt in der Lage, in eine Position zu kommen, dass wir verhandeln können, dass die Ukraine zum Beispiel die Landbrücke zurückerobert. Das sind landwirtschaftlich besonders wichtige Territorien, um überhaupt sagen kann, als Staat kann sie überhaupt so existieren. Das ist jetzt sehr schwierig. Und dann ist ja die Frage, wenn man jetzt an Friedensverhandlungen denkt, man sollte sicherlich jetzt nicht nur auf die chinesischen Pläne warten, sondern auch eine eigene Position entwickeln. Aber wie will ich mit jemandem, das wäre meine Frage, mit jemandem verhandeln, der aus meiner Sicht überhaupt nicht verhandeln will? Also für Putin gibt es überhaupt keinen Grund, null, nada, jetzt zu verhandeln. Warum nicht? Aus militärischen Gründen. Er hat mobilisiert. Er sagt, ich zwinge der Ukraine meinen Krieg auf. Ich werde diesen Krieg gewinnen. Der Westen ist schwach. Auch wegen solchen Manifesten, die sicherlich aus Putins Sicht so wahrgenommen werden, der Westen ist gespalten. Also aus seiner Sicht, wenn wir jetzt, wenn also Bundeskanzler er kann einfach Scholz weitermachen sozusagen. Wenn Scholz jetzt eine Initiative starten würde, nie und nimmer, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, nie und nimmer geht Putin darauf ein oder China darauf ein, weil sie sagen, Russland wird diesen Krieg gewinnen. Zumindest insofern gewinnen, dass sie mindestens den gesamten Donbass freikämpfen. Und dann ist wieder ein neuer Stand. Dann wissen wir nicht, wie Putin reagiert. Und deswegen wäre meine Position, wir müssen Waffenlieferung, wenn man mal realistisch ist, geht es darum, überlebt die Ukraine? Und da müssen wir ehrlich sein, und das ist 50-50, würde ich sagen. Und ist die Ukraine vielleicht in der Lage, die Landbrücke zurückzuerobern? Und wenn wir die Ukraine darin nicht unterstützen, wird es vielleicht in einem halben Jahr eine völlig andere militärische Situation geben. Und dann reden wir nicht über Frieden, sondern eigentlich den Diktatur. Warum aber, Herr Neitzel, sollte hier Putin, nehmen wir mal an, es gibt diese Rückeroberungen. Mhm. Warum sollte Putin sagen, okay, ich habe das rückerobert, jetzt will ich verhandeln, wenn er weitere Eskalationsmöglichkeiten hat? Wir trauen ihm mit Recht alle möglichen Verbrechen zu. Warum glauben wir, dann hebt er die Hände und sagt, er ergibt sich nicht. Ich habe darauf gedacht, Putin würde ganz schnell die Ukraine einnehmen. Da war die Ukraine stärker und die NATO ist ja nun noch viel stärker. Warum sollte er sich damit anlehnen? Putin wird sich nicht darauf einlassen zu sagen, ich habe verloren. Aber die Frage ist, ob man einen Zustand erreicht, der de facto wahrscheinlich einen Waffenstillstand wahrscheinlicher macht, indem aber die Ukraine sich wirklich verteidigen kann. Ich würde gerne nochmal die Ukraine, Sie sind gleich dran, Herr Brandt, aber ich würde gerne die ukrainische Sicht da nochmal draus sehen. Wo wäre, also was ist das Wichtigste für die Ukraine? Das Wichtigste für die Ukraine ist, dass es Waffen weitergeliefert werden und es ist eine vorausschauende Strategie in der Hinsicht der Unterstützung gibt. Dass es durch die Politik eine Strategie geschaffen wird, wenn Cherson befreit wird, dass es danach Cherson auch gesichert werden kann. Und da würde ich auch aber ganz... wenn man über die Krim redet, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, die muss auf jeden Fall wieder ukrainisch werden? Oder gibt es auch Stimmen, wo man sagt, wenn es nicht anders geht, wenn das unser Preis wäre? Einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine. Einen nachhaltigen Frieden in Europa wird es dann geben, wenn die Ukraine bei diesem Krieg gewinnt. Und ein Gewinn bedeutet, dass die Ukraine zu ihren Staatsgrenzen von 1991 zurückkehrt, was nämlich bedeuten würde, dass es Wiederherstellung des internationalen Rechts ist, weil wir in einem internationalen Rechtssystem leben. Also das bedeutet, der Status quo 23. Februar 2021 würde Ihnen nicht reichen. Das würde mir nicht reichen und es würde, glaube ich, geht es nicht um mich, es geht um die Menschen, die in diesen besatzten und okkupierten Gebieten wohnen. Und ich finde, ich zucke da immer zusammen, wenn man Rückeroberung immer sagt, weil es ist nicht rückerobert. Die Ukraine erobert nicht zurück, sie befreit diese Regionen, sie befreit auch Menschen, die dort in diesen Regionen leben. Und wenn wir darüber sprechen, zu welchen Grenzen man zurückkehren sollte, worüber wir verhandeln, da geht es tatsächlich um Menschen. Und wir sehen, was russische Truppen, was russische Mächte in der Ukraine machen. Die jetzt als Besatzer dort sind. Da, kann, das Wichtige ist, dass Sie sagen, sollten. Sollten ist genau richtig, da würde ich Sie ja unterstützen. Es sollte so sein. Aber ob das realistisch ist, ist wieder eine andere Frage. Ne? Und was die Kosten und Opfer sind. Ja. Mhm. Herr Brandt, was würden Sie sagen? Also wie kann man da agieren? Würden Sie von der Ukraine erwarten, dass sie dem zustimmen? Völkerrechtlich war die Besetzung der Krim durch Russland
ein Vergehen. Ne? Also war sozusagen gegen das Völkerrecht. Ne? Ein Verbrechen ist es. Ja, von mir aus war es auch ein Verbrechen. Von mir aus war es ein Verbrechen. Aber Sie können doch nicht leugnen, dass die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit ein politisch gespaltenes Land war. Es war woran machen Sie das fest, Herr Brandt? Woran machen Sie das fest, dass die Ukraine Sagen Sie das mir bitte. Pass mal auf. Also, wenn wir die Präsidentenwahlen angucken, in dieser ganzen Periode, dann zeigt sich eine massive Spaltung zwischen dem Westen und der Mitte des Landes einerseits und dem Süden und dem Osten des Landes andererseits. Das Paradoxe ist, dass Putin wahrscheinlich mit seinem Krieg dazu beigetragen hat, diese innere Spaltung gewissermaßen, ich will nicht sagen aufzuheben, aber außerordentlich abzumildern. Also dieses ganze russische Manöver ist ein Desaster aus russischer Sicht. Diese ganze militärische Aktion. Das ist jetzt der Punkt. Ja. Genau, ich verstehe das auch noch nicht ganz. Die Idee, die er hatte, war doch in kürzester Frist nach Kiew vorzustoßen und die Regierung abzusetzen, ob er sie jetzt umbringen wollte oder nicht, und die Ukraine zu erledigen. Das ist gescheitert. Die Frage, wie man jetzt zu einem Frieden kommt, nicht? Das ist ja die große Frage. Sie sagen ja ganz klar, diese Gebiete sind besetzt. Ja, sicher. Sind sie besetzt und die Menschen wollen auch nicht unter dieser russischen Besetzung leben. Ja, wir wissen nicht ganz genau, was die Menschen in der Ostukraine wollen. Entschuldigung, aber da muss ich tatsächlich, also wenn man sich die Umfragen von 2014 noch anguckt, wenn wir wirklich so gucken und tatsächlich einfach so ein Abstimmungsbild der Ukraine uns anschauen, da wollte keiner zu Russland gehören. Da wurde explizit danach auch gefragt, ob man sich Russland zugehörig fühlt. Es gab eine Propaganda, die über Jahre hinweg durchgezogen wurde, leider auch in Deutschland auch erfolgreich war, dass Menschen, die Russisch sprechen, Russen auch sind, was nicht stimmt, was wir mittlerweile auch wissen, dass es nicht stimmt. Es gab auch Äußerungen, dass man auch sich den westlichen Werten auch ihr zugehörig fühlt. Und da finde ich das auch zu sagen, dass da ein tief gespaltenes Land ist, wo ich Sie wirklich frage, woran machen Sie das fest? Wenn Euromaidan 2014 war, in Kharkiv, in Saporizhia, in Donetsk, in Luhansk gab es Demonstrationen, die für europäische Werte waren, wo Menschen zusammengeschlossen gestanden haben. Ja, aber ich sage ja auch, dass diese ursprüngliche Spaltung des Landes gerade durch die russische Aggression an Bedeutung verloren hat. Okay, das heißt ja umso stärker, dass die Ukraine als ein Volk natürlich noch mal umso stärker auch all diese Opfer bringen, damit sie in Freiheit leben können. Das ist ja das, worum es geht. Und jetzt noch mal die Frage, Friedensverhandlungen, Waffenstillstand, was würde das denn bedeuten und wie soll es aussehen, Herr Merkel, wenn Sie sagen, also wie stellen Sie sich das vor, dass wenn Sie sagen, wir wollen, müssen mehr auf Verhandlungen setzen? Ich glaube, wir haben zu wenig politische Fantasie, wenn wir in einer einfachen Reihenfolge denken, sagen, erst müssen, und es erinnert mich geradezu an universitäre Pro-Seminare, erst müssen wir neue Rückgewinne des angestammten ukrainischen Territoriums haben. Damit verändern wir unsere Position am Verhandlungstisch. Vorher wird Putin mit uns nicht richtig verhandeln. Also das heißt aber diese besser, Sequenz, aber das schafft man ja nur, wenn man gut militärisch ausgestattet ist. Jetzt kommt der Punkt. Diese Sequenz ist meiner Meinung nach falsch. Es muss gleichzeitig laufen, nicht erst die Kriegslogik. Und wenn die Kriegslogik ausgespielt ist, wir wissen nicht, wer der Gewinner ist, dann verhandeln wir. Der entscheidende Akteur sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Gibt es überhaupt keine Frage. Wenn die Amerikaner sagen und wenn Republikaner an die Macht kommen, kann das durchaus der Fall sein. Wenn Amerikaner sagen zur Regierung in Kiew,
Wir müssen diesem fürchterlichen Potentaten was anbieten und wir können nicht sagen, die gesamte Krim muss wieder zurückerobert werden. Putin muss mit seinen Truppen das Land verlassen haben. Da gibt es fast nichts mehr zu verhandeln. Es muss ja verhandelt werden, dass er das Land verlässt. Und die USA sind der entscheidende Spieler. Und wenn die USA in einer Art und Weise irgendein Verständnis mit China zustande bringen, dass China als eine Garantie macht, in dem eigenen Interesse hiermit auftritt, dann gibt es eine Arena zu verhandeln. Was bedeutet das für China? Warten Sie mal ganz kurz, Herr Meiser. Ja. Also, Herr Merkel, natürlich ist nicht nur die USA ein entscheidender Faktor, sondern vor allem Russland. Also wenn die USA etwas anbietet und Putin nicht will, dann passiert überhaupt nichts. Und ich halte es für eine totale Illusion zu glauben, dass Putin jetzt in der jetzigen Lage, deswegen ohne militärische Niederlagen, ohne zu drohen, dass seine Armee zusammenbricht, zu Verhandlungen bereit ist. Das wissen wir beide nicht, ich auch nicht. Ich halte es auch für eine absolute Illusion zu glauben, dass die Chinesen von uns irgendwie beeinflussbar wären. Die zeigen uns einen Vogel und sagen, sie verfolgen ihr eigenes Interesse. Also man kann natürlich, ganz kurz in den Gedanken noch zu Ende sagen, die Regierung muss auch die diplomatische Karte ziehen. Da würde doch jeder in der Regierung sagen, ja, was glaubt ihr denn, was unser Botschafter Gesa von Geier in Moskau macht? Bohrt er in der Nase den ganzen Tag oder so? Dann natürlich gibt es dort Kontakte. Natürlich versucht man ständig was auszuloten. Man hat ja sogar jetzt, als Biden nach Kiew gefahren ist, hat man ja auch die Russen informiert. Also das läuft nur nicht öffentlich. Es kann auch gar nicht öffentlich laufen, weil natürlich kann jetzt der Leiter Planungsstab vom Auswärtigen Amt nicht sagen, wir entwickeln mal was so. Also ich glaube, das ist ein Misstrust der Regierung, die Sie da formulieren, dass Sie glauben, diplomatisch wird nichts passieren. Also ich glaube, alle von uns haben doch den Wunsch, dass dieser, ich sag jetzt mal, Derb-Scheiß-Krieg endet. Und dass natürlich Diplomatie immer ein Mittel ist, aber das gehören zwei dazu. Und als Historiker wissen wir doch, die Lage sieht so für mich so ein bisschen wie im April 1915 aus. Natürlich gab es da auch schon Friedensbemühungen. Aber zum Frieden, das wissen wir, gehören immer zwei. Und die Frage ist, die 1-Million-Dollar-Frage, Herr Merkel, unter welchen Bedingungen ist Putin bereit, wie auch immer, zu sagen, wir einigen uns irgendwie auf ein Unentschieden und aber so. Aber würden Sie denn sagen, dass sich die Position der Ukraine eben sehr gestärkt hat, weil es die ganzen Waffenlieferungen gibt? Das wäre doch ein Argument wieder dafür, um noch mehr Waffenlieferungen Waffen zu liefern. Ohne die USA wird es die Ukraine nicht mehr geben. Wenn sie sich auf die Europäer verlassen hätte, wird es die Ukraine nicht geben. Das ist eine bittere Erkenntnis. Und die Stärke Europas erkennen wir ja daran, dass 450 Millionen EU-Europäer sich nicht trauen, 90 Panzer zu liefern, ohne die USA. Mhm. Nicht? Europa ist bei allem, was sie tun, ist sicherheitspolitisch ein Zweifel. Also ist das dann doch immer wieder die Frage. Wenn wir über die Verhandlungen sprechen, dann sollten wir auch über die Verhandlungen aus der Sicht einer gestärkten Ukraine auch sprechen. Und was man machen könnte, dass man auch mehr Druck auf die Eliten ausübt. Wenn wir aber jetzt die Rede von Putin von vorgestern angucken, dann sehen wir, wenn der New Start-Vertrag aufgekündigt wird, was bedeutet das für uns? Was sind das für Zeichen? Und da frage ich mich, Herr Merkel, wie sehen Sie die Verhandlungen? Wie sehen Sie diesen Weg? Sie plädieren dafür. Wie sehen Sie den? Ich sehe schlecht. Wenn die Logik weiter so gespielt wird, dass die Ukraine in einer strategisch besseren Situation sich befinden muss, andererseits würde Putin nicht verhandeln, dann muss auch diskutiert werden, kann man das humanitär und ethisch akzeptieren? Kann man es akzeptieren, dass 100.000, 200.000 mehr Menschen sterben, bevor die Verhandlungsposition besser wird. Herr Merkel, werden 100.000, 500.000 Menschen mehr sterben, wenn diese Waffen nicht kommen, können sich Menschen in der Ukraine nicht verteidigen. Wenn erfolgreich. Aber im Moment ist es so, dass Putin nicht verhandeln will. Und Kiew will auch nicht verhandeln. Mit maximalistischen Positionen kann man nicht verhandeln. Es gab Verhandlungen im Frühjahr. Es wurde verhandelt. Bennett hat gesagt, dass man Odessa wurde der Hafen von Odessa wurde am gleichen Tag bombardiert und es ging um Getreideauslieferungen. Bennett hat klipp und klar gesagt, dass man nahe an einem solchen Waffenstillstand war. Es waren die USA und London, die gewissermaßen israelische Premier halluziniert und das ist alles Unsinn. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass die Dinge in der Regel wahrscheinlich komplizierter sind und dass natürlich jeder, also ich würde erstmal mal wenigen da trauen, weil wir natürlich alle auf der öffentlichen Bühne
Dinge äußert und wir wissen das schlicht nicht. Ob es die Möglichkeit für einen Verhandlungsfrieden gab im Frühjahr, würde ich jetzt argumentieren, wissen wir nicht. Ja, gut, das wissen wir nicht, aber ich vermute, dass was am Ende rauskommen wird, wird nicht so sehr viel anders sein als das, was bei den Verhandlungen in Istanbul sich schon angedeutet hat. Es ist ja vielfach gesagt worden, ja, ein souveräner Staat muss sich frei entscheiden können, welchem Bündnis er angehört. Das ist im Prinzip richtig. Es gibt Präzedenzfälle. Österreich hätte 1955 den Abzug der Besatzungstruppen nicht erreicht, wenn es nicht sich zu immerwährender Paktfreiheit verpflichtet hätte. Aber Herr Brandt, die Ukraine war paktfrei, sie war atomwaffenfrei, sie hatte war praktisch ja demilitarisiert und wir haben seit 2014 diesen Krieg. Sie können kein Ukrainer wird je wieder akzeptieren, wehrlos zu sein. Und das wird darauf hinauslaufen. Dafür ist Österreich natürlich eine andere Situation gewesen. Zwischen den Blöcken Österreich war nicht bedroht. Die Ukraine wird bedroht sein. Sie wird weiter bedroht sein. Und damit ist, also glaube ich, correct me if I'm wrong, aber für jeden Ukrainer wird klar sein, in einer solchen Situation der Schwäche wollen wir nie wieder sein. Wir wissen, was passiert ist. Und damit ist die Option, eine Neutralisierung oder Finnlandisierung des passt jetzt auch nicht mehr, weil die in die NATO kommen, ist glaube ich vom Tisch. Sondern wäre es nicht der schlimmste Fall, wenn eben auf dem sogenannten Schlachtfeld die Ukraine nicht obsiegt, nicht die bessere strategische Position hat, im Westen eine Müdigkeit der Unterstützung eintritt. Auch das wissen wir aus vielen vergleichbaren Fällen. Kann kommen. Der Westen ist auch nicht so kompakt, sozusagen der amerikanische Westen schon längst, der südamerikanische Westen schon längst nicht. Und wenn dann sozusagen der Westen seine Unterstützung weitgehend zurückzieht, keine Positionsgewinne, dann hätten wir ein Desaster für die Ukraine. Für den Westen? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Was bedeutet das? Was bedeuten diese Zeichen, wenn die Ukraine nicht unterstützt wird? Sie muss unterstützt werden. Sie muss unbedingt unterstützt werden. Und nicht mit allem. Natürlich nicht mit allem. Zum Beispiel keine Kampfjets. Kampfjets oder Langstreckenraketen, die tief in das russische Territorium eindringen. Die riskieren eine Eskalation. Und es gibt immer noch einen Autokraten, der über nukleare Gefechtswaffen und nicht nur über diese verfügt. Auch das muss man politisch ins Kalkül ziehen. Wir müssen, glaube ich, wir merken schon in der Diskussion, es sind ganz viele Ifs hier drin. Und dann merken Sie, welches Problem wir haben, weil wir alle nicht einschätzen können, wie ist eigentlich wirklich das Kalkül von Putin. Und selbst wenn man jetzt mal die westlichen Staaten nimmt, wenn man mal die, also ich bin ja immer auch jemand gewesen, der zögerlich das kommentiert hat oder auch kritisch kommentiert hat, aber wir haben ja schon von der Münchner Sicherheitskonferenz zu Bidens Besuch in Kiew eine ganz starke Kommunikation, ein ganz starkes Signal gesehen. Auch ein Symbol und ein Zeichen. Ein Symbol, was die amerikanische Vizepräsidentin gesagt hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt fährt Biden dorthin. Also wenn man das jetzt ernst nimmt und wir alle wissen nicht, was dann hinter verschlossenen Türen genau an Waffenlieferungen verhandelt wird, dann kann der Westen dahinter eigentlich nicht zurück, um sich nicht vollends lächerlich zu machen. Also man ist so committed, auch die USA. Biden hätte ja nicht nach Kiew fahren müssen, er hat es aber getan. Und damit ist er sehr stark committed und ich glaube, dass dann die Rechnung so ist, dass wir die Ukraine so weit unterstützen und dann hoffen natürlich alle, dass die Ukraine so stark ist und dass sie auch in der Lage sein wird, Putin massiv militärisch zu schwächen. Ob das gelingt, ist eine völlig offene Frage. Da wäre ich auch nicht zu optimistisch. Wobei ich sagen muss, ich stimme Ihnen total zu. Und das hängt auch davon ab, wie diese Debatten auch in diesen Kreisen geführt werden. Es ist wirklich davon abhängig, wie das darüber diskutiert wird. Und wenn es aus der Sicht diskutiert wird, dass Europa weiterhin geschlossen zusammenhält, dass Europa
Europa eine Strategie in der Hinsicht hat, dass es eine internationale Sicherheitsstrategie gibt, die ich persönlich gerade nicht sehe, nicht erkenne, auf mittel- und langfristige Perspektive, dann wird die Ukraine auch so gestärkt werden können. Das wäre für Sie, für alle das Wichtigste, dass die Ukraine da gestärkt ist. Und ich glaube, für uns alle. Für uns alle in Europa, ja. Weil es geht um, glaube, eine, um unsere Sicherheitsordnung insgesamt. Da sind wir uns ohne Frage einig, aber man sollte nicht überschätzen. Das sehen wir jetzt an der Lieferung von Leopard-Panzern, wie die Unterstützung auch zögerlich. Ja, wir sind am Ende dieser Sendung, noch lange nicht am Ende dieser Debatte leider. Und ich kann einfach nur hoffen, dass wir nicht in einem Jahr wieder über einen zweiten Jahrestag des Krieges reden. Lassen Sie uns das hoffen, dass es irgendwie bis dahin dieser Krieg beendet ist. Herr Neitzel, Frau Bujanowska, Herr Brandt, Herr Merkel, vielen Dank für die Diskussion und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Tschüss.